So, weiter geht's mit Pokémon Blattgrün Randomizer Nuzlocke Challenge. Immer noch in der Arena der Zinnoberinsel. Ich war, wie angekündigt, im Pokémon Center und habe mich jetzt entschieden, die Fragen einfach sausen zu lassen und direkt gegen die Trainer zu kämpfen. Denn ich meine, die Fragen, das sind einfach so einfache 0815 Fragen und die sollte eigentlich jeder beantworten können. Gut. Nombrero! Palim, palim! Na, 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 na. Ich bin wirklich mal gespannt, was für eine Herausforderung Pyrus sein wird, denn vom Level her sind seine Pokémon ja relativ gut. Nur, wenn er jetzt ja natürlich auch einen Carpador hat, dann. Ich weiß ja nicht. I don't know. Tauros. Gandalf. Klopfer, echt, ich krieg die Krise. Warum habe ich Klopfer eigentlich mitgenommen, wenn ich ihn nicht trainiere? Na gut. So eine Arena ist nicht der richtige Ort für so ein Dramato. Wenn nicht hier, wo dann? Auch meine Fenster beschlagen schon wieder. Das heißt, draußen ist kälter als hier drin. Je mehr man weiß. Das ist gerade so ein Schriftzug. Je mehr man weiß, über meinen Kopf aufgeleuchtet. Och Mann, ey. Es ist wirklich spät und nee. Nehmt mich einfach nicht. Nehmt mich nicht ernst, wenn ich so einen Müll rede. Farbigel! Farbigel! Na, verdammt. Nein, das war unprofessionell. Du, Freund Nase, ich bin dauernd unprofessionell, das macht nichts. Ich meine, habt ihr eigentlich jemals schon einen professionellen Part von mir erlebt, in dem ich nicht irgendeinen Mist gebaut habe? Ich glaube nicht. Ich finde unprofessionell auch cool. Ach komm, 1 KP, nicht dein Ernst. Schrecklich. Du bist brandgefährlich. Ich weiß, warum Pyro ein Trainer geworden ist. Ganz sicher nicht, weil er der Feuernation angehört. Oh oh. Oh oh. Smog, Smog. Gut. Wenn man mal bedenkt, dass Smogmog eigentlich so gar kein schlechtes Pokémon ist und Arbok auch nicht, dann fand ich es eigentlich immer relativ peinlich, wie die in der Serie dargestellt wurden. Unglaublich, die konnten nicht mal gegen ein Radfratz gewinnen. Warum nicht? Radfratz setzt Routenschlag ein. Smogmog ist besiegt. Warum? Ich fand es eigentlich immer so ein bisschen schade, dass Team Rocket in der Serie so extrem lächerlich dargestellt wurde. Ich meine, was konnten die außer Löcher buddeln und in die Luft fliegen? Die haben doch nie irgendwas erfolgreich auf die Reihe gebracht. Warum hat man die nicht einfach mal ab und zu irgendwas erfolgreich schaffen lassen? Ich verstehe es nicht. Und es ist ja nicht so, dass nur Jesse und James so nutzlos waren. Das gesamte Team Rocket war in der Serie eigentlich eine totale Farce. Die konnten nichts. Und das fand ich irgendwo ein bisschen blöd immer. Ich meine, da konnte so ein kleiner Trainer-Anfänger kommen. Oh, schau mal, ich habe jetzt hier ein Saftkorn. Es kann nur Härtner. Och, da ist das böse Team Rocket. Es möchte mein Saftkorn klauen. Los, Saftkorn, Härtner. Das war wieder ein Schuss in den Ofen. Bisschen überspitzt, aber so war es doch im Endeffekt.
Und ich bin ehrlich, nach den Staffeln zu Gold, Silber habe ich aufgehört zu schauen. Ich weiß nicht, ob es heute immer noch so schlimm ist, aber ich glaube ja. Und irgendwann geht so ein Witz halt dann auch ein bisschen flöten, wenn man ihn zu oft bringt. Fand ich halt ein bisschen schade. Hätte man anders lösen können. Oder auch gut, das habe ich neulich mal in so einem Unlook... Lennificate, sagt euch vielleicht was, der YouTuber. Seine Reihe unlogische Dinge im Pokémon. Ich glaube, in einem dieser Videos war es. Ash kommt in eine neue Region. Barsch, was zum Geier? Aha. Nein! Was zum Geier? Warum? Was? Alter! Und sonst geht's uns noch ganz gut. Was? Was war? Schlafrede? Was ist Schlafrede? Und warum hat der Body Slam so extrem Schaden gehauen? Alter! Nee, was ich erzählen wollte. Ash kommt in eine neue Region. Er hat schon 500.000 Pokémon liegen gemacht. Sieht in der neuen Region ein Zubat. Packt den Pokédex aus. Was ist denn das für ein Pokémon? Und so ist es teilweise wirklich. Ich hab mal ab und zu reingeguckt und in der Früh lief auf RTL 2 ab und zu noch die Folgen aus Schwarz und Weiß. Und da hat er wirklich bei jedem Pokémon den Pokédex ausgepackt, obwohl er die Pokémon hätte kennen müssen. Naja. Also das ist jetzt wirklich blöd gelaufen, muss man ja sagen. Aber wieder ein Kampf-Pokémon! Es war Level 40! Lebe wohl, Rasaf, Gandalf. Das ist das zweite Kampf-Pokémon. Ich krieg die Krise. Und das vierte Pokémon aus der ersten Generation. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ja, das ist jetzt blöd. Lieselotte. Nein. Das ist total doof. Alter. Was kannst du? Nicht wirklich was, ne? Flieht ihr darin? Nein, Gandalf! Das hält mir jetzt gerade, Herr Stein. Wenn da kein Content-Dingsbums drauf wäre, dann würde ich es einspielen, aber ne, vergiss es. Also ich weiß nicht. Was kannst du denn eigentlich? Von Fußstein oder Blitzgold, komm. Ich nehme dich jetzt mit. Alter, ist das blöd. Und ich dachte nur, wo ihn genau sind so böse. Ich hätte gleich... Ich weiß nicht. Es war jetzt einfach gerade extrem blöd. Habe ich die Pokémon geheilt? Nö, egal. Oh Gott. Flieht ihr Narren! Vier Pokémon, unglaublich. Blödmann! Das Pyro. Haha!
Ich bin Pyro, der Arenaleiter der Zinnoberinsel. Mein Feuer-Pokémon-Gedöns lassen die Siegesträume der Gegner in Flammen aufgehen. Du solltest Feuerheiler parat halten. Jetzt ist mein Taschentuch vonnöten. Gandalf. Oh no, not you, Gandalf. Why? Why? Warum konnte es nicht Lieselotte treffen? Ich stell mir gerade so vor, Gandalf weicht dem Bodyslam aus, Relaxo fliegt aus der Arena nach Alabastia, Lieselotte gerade irgendwo auf den Feldern von Alabastia bei Professor Eich und da kommt auf einmal dieses Relaxo angeflogen und one-hitted Lieselotte. Ach, schade. Das war extrem blöd. Aber wisst ihr, es waren immer so Sachen, da konnte ich nichts gegen tun. Na gut, Radikal, sag ich schon. Radfratz war extrem blöd von mir. Muss ich zugeben. Radfratz war mein Fehler. Rettan war, glaube ich, ein Pokémon, wo ich nichts gegen tun konnte. Macholo war ja hier, wohin genau, konnte ich auch nichts tun. Und da, wer konnte damit rechnen? Ich nicht. Wer konnte damit rechnen, dass er jetzt dann so ein heftiger Bodyslam ankommt? Was ist Dunisel nochmal? Warst du ein Käfer-Pokémon? Ich glaube schon. Käferboden, glaube ich. Bin allerdings jetzt nicht ganz sicher. Nee, also... Blöd. Extrem blöd. So habt ihr wenigstens was zu lachen. Verdammt! Magneton. Gut. Sollte jetzt nicht irgendwas extrem Blödes passieren, dann haben wir den Kampf gewonnen, unseren 7. Orden. Aber leider Gottes mussten wir ein Pokémon opfern. Ja, du musst jetzt natürlich noch Donnerwelle einsetzen, mein Freund. Schon klar. Und Ruckzuckhieb reicht... Oh, er hat noch einen Hypertrank. Ruckzuckhieb reicht niemals aus, um Magneton ganz zu besiegen. Komm, One-Hitten. Sehr schön. Das war für dich, Gandalf. Mein Feuer ist erloschen. Du hast dir den Vulkanorden redlich verdient. Dankeschön. Haha, der Vulkanorden steigert die Spezialfähigkeiten deiner Pokémon. Nimm zusätzlich dieses Geschenk. Team 38 ist normalerweise der Feuersturm. Und hier weiß ich nicht, was es ist. Mal gucken. VM 38. Geduld. LOL, ey, du bist doch blöd. Echt. Echt doof. Naja gut, wir haben unseren 7. Orden. Ganz so glücklich bin ich darüber jetzt allerdings nicht. Naja. Jetzt kommen die Islands. Hä? Wenn das nicht Chris ist. Grüß dich, ich bin's, Bill. Lang nicht gesehen. Ich hoffe, du benutzt noch mein PC-System. Nun, hör zu, da wir uns hier treffen, wie wäre es, wenn du mit mir kommst? Es gibt eine kleine Insel tief im Süden, die Island 1 genannt wird. Ich weiß. Na, nicht so toller Name, aber was soll's, tut seinen Zweck. Ein Freund hat mich eingeladen und ich bin auf dem Weg dorthin. Wie wäre es, hast du Lust mitzukommen? Meine Mami und mein Papi haben gesagt, man darf nicht zu Fremden aufs Boot steigen. Aber okay. Einverstanden und los, was haben sie gesagt, wenn es um eine Yacht geht? Chris, wenn ein Fremder will, dass du mit auf sein Boot gehst, dann darfst du nicht einsteigen, außer es ist eine Yacht. Er hat extra zu Zinnoberinsel seine blöde Yacht geschickt, um mich abzuholen. Das ist ja mal Schnieke. Husch. Guten Tag. Wir sind da. Das ist Island 1. Hier gibt es mehrere Inseln und diese ist eine davon. Mein Freund Celio hat das Schiff geschickt, um mich abzuholen. Er ist ganz alleine für das PC-Netzwerk auf der Insel zuständig.
Warum ich dir das erzähle? Lass uns zu Celio gehen. Ach ja, die Islands. Guten Tag. Hallo, Celio. Bill, ich kann nicht glauben, dass du hierher gekommen bist. Selbstverständlich. Was macht deine Forschungsarbeit? Oh, warte mal. Chris, das ist mein Freund Celio. Er ist ein passionierter PC-Maniac. Celio, das ist Chris, ein aufstrebender Trainer auf dem Weg zum Pokéchamp. Das ist beeindruckend. Wirklich fantastisch. Es tut mir leid, aber ich habe nichts in das Kämpfen übrig. Ich mag die schönen Sachen des Lebens. Egal, freut mich, dich kennenzulernen. Was gibt es Neues? Was macht deine Maschine? Sie läuft gut, aber wir sind einfach zu weit entfernt. Diese Distanzen hier zwischen den PCs auf dieser Insel und deinem kann keine Verbindung hergestellt werden. Scheiß WLAN! Oh wirklich? Lass mich mal sehen. Moment noch, ich denke, wir kriegen das hin. Darf ich dir helfen? Chris, darf ich dich bitten, vor der Tür auf mich zu warten? Kann ich um einen Gefallen bitten? Die Nachbarinsel heißt Island 2. Danke, Captain Obvious. Dort gibt es jemanden, der die Spielhalle betreibt. Er hat dieses Fable für seltene Steine und Juwelen. Wir bleiben in Kontakt. Darf ich dich bitten, diesen Meteoriten zu ihm zu bringen? Nur von mir aus. Chris nimmt den Meteoriten von Bill. Chris, nimm dies mit, wenn du nach Island 2 gehst. Den Tripass erhalten. Es ist ein Park für die Ferien, jetzt müssen Inseln hin und her fahren. Damit kannst du Island 1, 2 und, pass auf, sogar 3 bereisen. Oh, das kannst du auch gebrauchen. Die Karte wurde von Chris erweitert. Ich treffe dich später. Richte den Typen einen schönen Gruß von mir aus. So was ist, guck mal hier, das geht einfach nicht, WLAN ist scheiße. Ach Gott, das macht mir Spaß, sie zu sprechen. So. Dann sage ich jetzt schon mal Dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Ich glaube, einen Part mache ich noch. Und jo, ich würde mich über Kommentare freuen, Bewertungen. Ihr wisst ja, wie das Ganze läuft. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein, tschüss.